B2.2. Für Punkte Pn auf der Strecke Fm gilt, Fpn sind x Zentimeter, x Element R und x von 0 bis 13,6. Zeichnen Sie das Dreieck CP1F für x gleich 4 nach Schrägbild zu B2.1 ein. Berechnen Sie sodann den Flächeninhalt des Dreiecks CP1F sowie die Länge der Strecke CP1. Also zuerst soll gezeichnet werden, und zwar was? Ein Dreieck CP1F für x gleich 4. Und hier haben wir ja dran stehen, Fpn sind x Zentimeter. Also setzt mir hier diese 4 einfach für das x ein und kriegt dann die entsprechenden Entfernungen von P zu F. Und ja, ganz am Anfang steht natürlich, dass die Punkte P auf der Strecke Fm liegen. So, mit diesen Informationen können wir auch schon alles zeichnen, was wir brauchen. Gehen wir hoch in unsere Zeichnung. Punkt P liegt auf der Strecke Fm. Geodreieck nehmen, 4 cm abmessen. Dann liegt hier mein Punkt P1. Noch mit Punkt C verbinden. Und dann habe ich schon mal die Zeichenaufgabe erledigt. Hier habe ich 4 cm drin. So, zweite Aufgabe. Schauen wir schnell nochmal nach. Berechnen Sie so dann den Flächeninhalt des Dreiecks CP1F. Schauen wir eins, wo liegt CP1F? Ich markiere es mal schnell. Das ist dieses Dreieck hier mal ganz grob rein. CP1F. So, Flächeninhalt berechnen. Von einem Dreieck gehen wir mal in die Dreiecksformeln. Welche können wir benutzen? Da haben wir allgemeines Dreieck hier. 1,5 mal Grundseite mal Höhe oder 1,5 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Grundseite mal Höhe, wir können zum Beispiel die 11 oder die 4 als Grundseite verwenden, aber mit uns fehlt die Höhe drauf, müssen wir es da berechnen. Gucken wir erstmal, ob die zweite Formel vielleicht geschickter ist. Zwei Seiten und eingeschlossener Winkel, und ich glaube, man sieht sofort, ich habe hier die 11 cm, ich habe hier die 4 cm und hier einen eingeschlossenen Winkel. Also diese Formel können wir sofort benutzen, um den Flächeninhalt dieses Dreiecks zu berechnen. Setzen wir an, Flächeninhalt vom Dreieck CP1F ist gleich 0,5 mal, das haben wir alles, von C nach F brauchen wir, und von nichts ist gleich, sondern mal, so, mal von F nach P1 brauchen wir auch noch, mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, das war der Winkel CF. M oder auch P1 können wir auch nennen. Wie gesagt, wir kennen schon alle Größen. CF, das waren 11. Die FP1 kommt ja hier raus durch x gleich 4, also ist die 4 cm lang. Und Sinus vom Winkel, Sinus von 36,06, die haben wir oben schon ausgerechnet. In den Taschenrechner eintippen, und dann kommt ein Flächeninhalt von 12,94 Quadratzentimeter raus. So, wir sind immer noch nicht fertig, weil es gibt auch noch eine dritte Aufgabe zu erledigen. Nehmen wir die Farbe. Länge der Strecke CP1. Gut, gehen wir nochmal nach oben. Wo ist die CP1? Machen wir halt das Grüne wieder weg. Das Flächen haben wir schon. Ja, CP1 liegt hier. Wie kann ich die berechnen? Wir suchen uns ein Dreieck, in dem möglichst viel bekannt ist und die CP1 drin liegt. Dreieck bietet sich zum Beispiel an, hier das CP1F. Was kennen wir alles aus dem Dreieck? Wir kennen zwei Seiten und einen Winkel, okay. Dann, erste Überlegung, ist es rechtwinklig? Ja, nein, es ist nicht rechtwinklig, deswegen gelten hier nur Sinussatz und Kosinussatz. Schauen wir uns an, Sinussatz und Kosinussatz steht hier gleich rechts daneben in der Formel, sagen, können wir gleich benutzen. Für den Sinussatz bräuchte ich... hier ist komplette alle Möglichkeiten aufgeschrieben, aber es reichen im Prinzip zwei. Markiere vielleicht mal so. Ich brauche zwei Seiten und die gegenüberliegenden Winkel. Ich sehe aus meiner Zeichnung sofort eigentlich, ich kenne nur einen Winkel. Sinussatz funktioniert, brauche erst einen Winkel. Okay, probieren wir mal, ob der Kosinussatz funktioniert. Da brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Ich kenne die FC, erste Seite. Ich kenne die FP1, zweite Seite. Die dritte Seite, CP1 ist ja gesucht, also dritte Seite. Und ich kenne den Winkel mit 36,03. Oh, habe ich oben verschrieben. Das müsste eigentlich dann ein Dreier sein. So, mit 36,03 Grad. Ja, und deswegen funktioniert der Kosinussatz. Wichtig beim Kosinussatz ist, man fängt immer mit der Strecke an, die gegenüber vom genutzten Winkel liegt.
Wenn ich also hier die 36,03 als Winkel benutze, fange ich auch mit der CP1 an. Okay, wir brauchen die Strecke CP1. Wie berechne ich die? Also CP1 zum Quadrat, wie gesagt, Strecke, die gegenüber liegt vom Winkel. Jetzt die beiden anderen Seiten, das war CF zum Quadrat plus die andere hieß FP1 zum Quadrat minus 2 mal CF mal FP1 mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels, der hieß CFP1. Gut, setzen wir bekannten Größen ein. Ist gleich CF waren unsere 11, also 11 Quadrat plus FP1 waren 4. 4 Quadrat minus 2 mal 11 mal 4 mal Cosinus von 36,03. So, kann ich jetzt wieder solvern oder ich sehe bei CP1 ist oben ein Quadrat drin, das kriege ich mit der Wurzel weg. Und dann folgt daraus CP1 ist gleich die Wurzel aus, schreibe ich nochmal alles ab, 11 Quadrat plus 4 Quadrat minus 2 mal 11 mal 4 mal Cosinus von 36,03. Und das kann ich jetzt ganz normal in Taschenrechner eintippen. Und dann kommt für CP1 eine Länge von 8,11 Zentimeter raus. Jawohl, damit ist die Aufgabe fertig.